Hallöchen und herzlich willkommen beim achten Teil mittlerweile schon von meinem Playthrough von Kolat. Gerade diese wunderschöne Notiz gefunden, der es auch darum ging, dass die Geschichte, die da auch teilweise erzählt wurde, und so jetzt langsam Parallelen auch zu dem aufweist, was wir dann hier auch immer vorfinden. Wir haben letztes Mal festgestellt, oder die Feststellung gehabt, dass die ganzen Zelte, die wir auf den Karten finden, wahrscheinlich von diesen Teenager-Studenten und so weiter kommen, die hier ihre Zelte mal zwischendurch aufgeschlagen haben. Und jetzt auch gerade eine Notiz gefunden, in der drin stand, dass ein Verrückter von einem Freund befohlen bekommen hat, Menschen anzugreifen. Auch hat dieser Mensch erzählt von Geschichten von Studenten oder von Leuten, die hauptsächlich Studenten waren, hier in diesen Bergen gehört oder gesehen zu haben. Also das hört sich für mich so an, als würde dieser Verrückte, wäre unser Wladimir, sein Freund ist dieser Anton, von dem er da ständig spricht. Und ich weiß noch nicht genau, was die Studenten aber in diesem Gebirge zu suchen hatten. Wir finden allerdings immer wieder Spuren. Und jetzt gerade stehen wir noch an der Stelle. Kartentechnisch müssten wir... Wo wollte ich hin? 66, 22... Ich meine, das hier müsste die Stelle sein. Hier haben wir jetzt gerade eben eine Notiz gefunden. Vorher dürfte nicht allzu weit weg sein, aber ich höre jetzt auch schon wieder das nächste Blatt rascheln. Es ist also auch nicht allzu weit weg. Das klingt so, als müsste man hier hoch. Kann man überhaupt hier hoch? Das Rascheln ist auf jeden Fall wieder lauter zu hören. So dunkel hier. Dann sahen wir Lichter am Himmel. Eine Menge Lichter. Orangenfarbene Kugeln schwebten über dem gesamten Gebiet und es schien, als käme der seltsame orangenrote Nebel aus jeder Ritze. Diesen Nebel, den habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, was genau passiert, wenn man von diesem Nebel getroffen wird, aber ich gehe mal stark davon aus, man stirbt dann einfach. Wir sahen einen Mann, der aus dem Licht kam. Ich weiß noch, dass ich anfing zu schreien und er ging zu ihm hin. Mein Anton. Oh shit. Das Flackern habe ich doch rechtzeitig noch bemerkt. Okay, man ist selbst sogar beim Lesen von Notizen nicht so richtig sicher vor diesen Viechern. Und man weiß ja immer noch nicht genau, was die darstellen sollen. Okay, das war jetzt diese Notiz. Das müsste auf jeden Fall diese hier gewesen sein. Mehr Richtung Osten. Ja, doch. Das hört sich so an, als wären hier irgendwo so ein paar Schritte oder sowas zu hören, aber ich sehe natürlich nichts. Okay. Was sagen die Kollegen? 6672 ist praktisch diesen Weg entlang. Das heißt, ich bin schon mal auf dem richtigen Wege. Was mir nicht zwangsläufig gefallen muss. Und da habe ich ihn auch mitzusehen. Es ist hier dunkel, ey. Mir fehlt hier noch so ein bisschen der krasseste Jumpscare, den man sich vorstellen kann. Ah, hier ist wieder irgendwo eine Seite. Direkt mit Lampe aus. We set off quite late today. I think everyone heard something at night, but they are afraid to admit it. I walked around the tents, but didn't notice any tracks. We didn't talk too much. We barely hiked 2.5 miles. We got the impression that something clearly changed around us. I felt someone was observing us, and I think the others had a similar feeling because they mentioned the hunter was heading in the same direction. We won't make it any further.
I think we'll stay here. Okay. Vor lauter Angst können sie sich dann nicht mehr da wegbewegen. Was sagt die Karte? Okay, ich bin also noch weiter nach da unten gelaufen. Schade, leider falsch abgebogen, aber man erkennt auch absolut. Blick Richtung Norden. Ich bin mir nicht sicher, wo ich jetzt hier gerade bin. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Richtung Osten muss. Irgendwo. Da hat doch gerade was geleuchtet. Also Fahrt bin ich doch schon mal runtergelaufen. Habe ich gefunden. Oh, das kam ziemlich unerwartet. Also sogar Fallen im Boden, in die ich reintappen kann. Meine Herren, also mir geht jetzt gerade schon so ein ganz kleines bisschen die Gänsehaut. Große Frage ist jetzt, hätte ich das erkennen können? Ich muss erstmal stumpf immer jetzt so in diese Richtung laufen, sodass Norden links von mir liegt. Irgendeine Art Clip oder so, die man erkennen könnte. Könnte tatsächlich das Ende dieses Weges hier sein. Könnte. Habe ich bereits gefunden. Zulauf. Ich glaube, das Geräusch, was jetzt gerade kam, bedeutet, dass es, was auch immer uns da gerade verfolgt hat, wieder verschwunden ist. Meine, die Lampe erhält auch nur das, was ich gerade so sehen kann. Also herzlich wenig.
Ah ja. Und das nächste Ding gefunden. Okay. Ist schon etwas schwierig, sich da zu orientieren. Fange ich den jetzt auch mal wieder an. Ist das die Stelle, wo ich das Blatt gefunden habe? Könnte durchaus sein. Müsste ja dann dieses Blatt hier sein. Ich schaue gerade Richtung Norden. Das heißt, rechts von mir müsste da ein Weg lang gehen. Hier allerdings auch irgendwo. Dann gehe ich jetzt praktisch diesen Weg lang. Müsste an der nächsten Gabelung rechts und mich dann geradeaus dem Weg entlang folgen. Könnte hinkommen. So. Das passt. Okay, dann hangel ich mich jetzt mal links an diesem Berg hier entlang. Das richtig sehe, müsste ich hier gleich irgendwo wieder rechts. Passt soweit auch alles. Kleines bisschen noch weiter. Dann wieder nach oben. Schon wieder die ganze Zeit südlich. Sackgasse. Okay. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal weit nach vorne. Heilige Scheiße, ey. Okay, hoffentlich ist das jetzt tatsächlich auf der richtigen Weg. Das passt ja jetzt auch super von der Richtung. Ja. Da oben leuchtet es wieder.
nachher einen Weg da hochgeben. Genau, es bringt nichts, jetzt auf die Karte zu gucken, weil hier nirgendwo für mich ein Anhaltspunkt auf der Karte zu sehen wäre. Absolut nichts. Einen Fleck gesehen. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Eben habe ich die Gestalt noch da oben gesehen. Ist vielleicht irgendwie rechts ein Weg, den ich lang gehen könnte? Man erkennt ganz hinten, ne? Das ist Leuchten auch schon von hier oben. Wie komme ich da hin? Dieses kleine abgefuckte Teil verschluckt auch das Licht so richtig. Ich höre, wie die Seite nach mir ruft. Das war spannend, dass der einfach direkt neben mir gestanden hat. Tja, natürlich keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Da ist der Mond.
Nicht ganz Richtung Süden. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass das Viech hier nicht hinkommt. Ah, hier ist eine Brücke. Ist das der Ausgang? Thank you.
Geisterstimme. Okay, ich weiß das. Hier zwischen kommt doch jetzt gleich die Kluft. So, das heißt, der Übergang müsste irgendwo da oben rechts liegen. Kabel, Lichtbrücke. Endlich. Heiliger Strohsack. Also wenn das die Zelte sind, die die später selber errichtet haben, dann herzlichen Glückwunsch. Jedes Mal dafür nämlich ein Tier zu schlachten, ist ja bestimmt nicht gerade so unaufwendig. Spannend. Heiliger Fickfack. Ich glaube, der kleine Mann hängt im Schrank fest. Ah, oh, einiges an Material zusammengekommen. Ich denke mal, ich treffe gleich meinen Schöpfer. I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something. Out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena.
I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners, convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to. My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Okay. Okay, okay. Aber, nichtsdestotrotz sind wir wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, denn jetzt habe ich so das Gefühl, langsam wird es dann doch echt spannend. Also...